Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Medien, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen hier zu unserer Jahresmedienkonferenz und es freut mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wir haben ja auch gute Botschaften zu verkünden. 2014 war ein Jahr, in dem sich unser Geschäftsmodell und unsere Werte haben müssen bewähren. Das Umfeld war prägt von Ereignissen, die Instabilität und Unsicherheit zur Folge hatten, und zwar national wie auch international. Die Stichworte sind hier die politische Destabilisierung in Nahost- und Osteuropa, der Zerfall der Erdölpreise, der substanzielle Wertverlust des Rubel, dann das DOJ-Programm, Millionenbussen für Schweizer Banken und die Annahme von der Einwanderungsinitiative und dann ganz happig auch Negativzinsen von der SNB und nicht zu vergessen die zweite antizyklische Buffer für die Hypothekarkredit. All diese Faktoren wirken sich auf die Ertragslage der Retailbanken eher ungünstig aus. Im 2014 hat die BLKB aber auch das 150-Jahr-Jubiläum dürfen feiern, und zwar mit diversen Anlässen, und zwar auch mit nachhaltigen Geschenken. Wir haben 151 Bänke aufgestellt in den Gemeinden, wir haben 5 Rastplätze eingerichtet und wir haben die Swiss Innovation Challenge unterstützt und das für die nächsten 10 Jahre. Das ist sicher ganz eine gute Sache. Und so können wir Ihnen heute auch berichten von einem sehr guten Abschluss 2014. Aber es wäre falsch, wenn wir den Blick einfach nur zurückwerfen. Im Januar hat die SNB die Untergrenze vom Euro zum Franken aufgehoben und sie hat auf breiter Basis Negativzinsen eingeführt. Die beiden Fakten haben das Umfeld noch anspruchsvoller gemacht. Das für unsere BLKB, aber auch für die Unternehmen der Region. Unter den heutigen Voraussetzungen gehen wir davon aus, dass das Resultat für das laufende Jahr leicht unter dem Ergebnis wird sein vom 2014. Die BLKB ist gut aufgestellt. Sie hat ihre Organisation angepasst und sie gehört zu den effizientesten und innovativsten Kantonalbanken der Schweiz. Aber der heftige Wind, der uns entgegenbläst, wird auch bei uns seine Spuren hinterlassen. Wir haben ein hervorragendes Resultat erwirtschaftet im 2014. Trotz den bereits erwähnten anspruchsvollen Rahmenbedingungen haben wir im 2014 einen Bruttogewinn von gut 200 Millionen Franken erzielt. Das ist eines der besten Ergebnisse in der Geschichte der BLKB. Dabei haben wir sowohl den Ertrag gesteigert, und zwar um 6,8 Millionen Franken, als auch die Kosten gesenkt von rund 0,6 Millionen Franken. Das heisst, es ist in beide Richtungen gut geworden. Es ist Ertragssteigerung und erst noch Kosten gesenkt. Unsere Zielvorgabe haben wir mit der Ausnahme vom Eigenmitteldeckungsgrad erreicht oder sogar übertroffen. Ich zeige Ihnen hier die drei wichtigsten mittelfristigen Finanzziele, die wir haben, und fange gerade an mit der Cost-Income-Ratio. Hier haben wir einen Zielkorridor von 40-50%. Und Sie sehen hier, dass wir bei 43,8% gelegen sind im 2014. Da bin ich besonders darauf stolz, dass wir das erreicht haben, weil wir haben gleichzeitig sehr viel umstrukturiert und wir haben unsere Bank, die Organisation, sehr viele Investitionen gemacht in Zukunft. Und darum ist der Wert umso positiver zu werten. Das zweite mittelfristige Finanzziel ist der Eigenmitteldeckungsgrad von 250%. Sie sehen hier, wir haben rund 211% erreicht. Das ist immer noch eine ganz solide Basis, die wir hier haben. Aber es ist klar, mit den beiden antizyklischen Buffer ist es natürlich sehr viel anspruchsvoller geworden, das Ziel von 250% zu erreichen. Zudem kommt dazu, dass das tiefe Zinsumfeld auch nicht förderlich ist, um das Ziel zu erreichen. Und trotzdem, die solide Basis, die ist gut für die Zukunft. Das dritte Ziel, das ist die Eigenkapitalrentabilität. Da haben wir den rollierenden 10-Jahres-Swap plus 3% in der Zielsetzung. Und Sie sehen, dass wir mit rund 9% das Ziel übertroffen haben. Der Koeffizient ist leicht gesunken, weil das durchschnittliche Eigenkapital gestiegen ist. Also auch das, die drei mittelfristigen Ziele, alle in einer super Range.
Ich darf jetzt das Wort dem Dr. Beat Oberli geben, unserem CEO. Er gibt Ihnen die finanziellen Details bekannt zu der ganzen Jahresrechnung 2014, aber auch einen ganz interessanten Ausblick ins 2015. Ich danke Ihnen. Geschätzte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz. Bevor wir zu den Finanzzahlen kommen, habe ich noch zwei, drei Einleitungen, Überlegungen, weil unsere Präsidentin jetzt gesagt hat, Innovation ist zentral, dass wir in Zukunft erfolgreich sein können. Wir sind zur Überzeugung innovativ. Aber auch, wenn ich den wirtschaftlichen Rahmen, das wirtschaftliche Umfeld anschaue, reicht es nicht, einfach so weiterzumachen, wie man in der Vergangenheit weitergemacht hat. Weil wir sind in einem Wirtschaftszyklus, in dem wir nicht genau wissen, wo der hinführt. Und wir müssen fit sein, wie immer der Zyklus ist, und wir müssen hier mit der Zeit gehen, um führen zu können. Ich glaube, das ist ein klares Commitment auch von unserer Bank, strukturell, aber auch vom Inhalt her, was wir bieten wollen. Unser Geschäftsmodell tut sich darum, am Verhalten der Kunden nicht nur nach Alter und Portemonnaie orientieren. Wir haben den Innovationsprozess institutionalisiert. Sie haben das gesehen, und dann ein Beispiel, das wir gezeigt haben. Wir haben eine eigene Innovation Factory in der Organisation abgebildet. Und wir schauen sehr genau, was der Konsumgütermarkt den Retail-Kunden bieten, wenn wir es in der Ansicht, wenn wir sehr ähnlich in der Denkweise als Bank den Kunden gerecht werden. Ein zweiter Punkt ist die Zufriedenheit. Wir legen grossen Wert darauf, dass wir effizient sind, aber auch zufriedene Mitarbeiter haben. Weil wir sind überzeugt, Veränderungen können sie nur mitmachen, wenn sie zufriedene Belegschaft haben. Was ich Ihnen jetzt zeigt vorher, wir haben überdurchschnittlich gute Zufriedenheit in einer Phase von grosser Veränderung. Das ist etwas, das sicher wichtig und richtig ist. Und wo wir glauben, dass unsere Geschäftspolitik stimmt. Nicht zuletzt im dritten Punkt, Wertorientierung. Wir legen grossen Wert, dass unsere Führungskräfte die Werte, die wir leben, persönlich engagiert, nachhaltig und auch innovativ mittragen und in ihren Einheiten übersetzen. Darum auch unsere Grossprojekte, die Neuorganisation Futura nennen wir das, wird von der Belegschaft trägt, das haben Sie bei der Zufriedenheit gesehen. Ebenso wichtig ist aber auch zu anerkennen, dass unsere Grösse von der BLKB nicht alles alleine machen kann. Darum brauchen wir starke Partner. Wir arbeiten nur mit starken Partnern zusammen. Es ist angedeutet worden, was wir alles machen. Social Media war die Voraussetzung, dass wir den neuen Weg von Kommunikationsmitteln nutzen können. Haben wir es etabliert. E-Hypothek, Crowdfunding, Erdbebenhypothek sind die Partner, die Sie hier sehen. Wichtig ist aber auch zugleich, dass wir den Prozess so standardisieren, dass wir mit Partnern zusammenarbeiten können. Weil ich kann immer die Welt neu erfinden. Und auf der anderen Seite muss die Beratung bei aller Standardisierung hochprofessionell, aber auch individuell persönlich stattfinden können. Ein weiteres Element, ich komme im Ausblick darauf zurück, nochmal, dass wir eine Philosophie haben, unsere Auslegungen konsequent abzusichern. Wir wollen keine Risiken eingehen, die nicht messbar sind, die wir nicht überschauen können. Gerade in der heutigen Zeit, haben wir das sehr eindrücklich feststellen können, ist das nicht überall gleich konsequent gemacht worden. Und es ist ja bald fast ein Claim, dass wir keine Geschäfte machen, die wir nicht verstehen. Und das wird dann in Zukunft so sein. Wir sind überzeugt, das ist ein Erfolgsrezept. Man sollte wirklich nur das machen, was man versteht, aber auch das, was man abwickeln kann. Und wenn wir sehen, wie IT-Systeme abstürzen, selbst bei grossen Player, sind wir froh, dass wir noch so weit sind, dass eben unser System eigentlich im Zielkorridor laufen. Jetzt komme ich zu den eigentlichen Zahlen. Kontinuität ist hier sicher der Begriff. Sie sehen, dass auf den Aktivgeldern haben wir fast 1 Milliarde Wachstum gehabt. Wir haben Hypothekenwachstum in unserer Region im Kerngeschäft, 560 Millionen. Das ist etwa ein Wachstum von 3,6%. Mit der Diversifikation von der Swissquote, die durch die ganze Schweiz eigentlich gute Objekte hat, ist es dann etwas höher. Wenn Sie vergleichen mit dem Durchschnittswert von anderen Banken, sind wir eher Unterschnitt. Ich zeige Ihnen das dann noch. Die Auslegung über Firmen, undeckte Forderungen gegenüber Kunden, ist mit 220 Millionen angestiegen. Sie sehen, wir sind weiterhin ein wichtiger Player, der zu der Wirtschaft steht und die Kredite spricht, die wir verantworten können. Es ist auch wichtig, dass wir eine hohe Kapitaldecke haben. Auf der Passivseite sehen Sie, dass wir auch stärker sogar gewachsen sind. Spargelder über 1,5 Milliarden zugelegt, 5%. Dort befinden wir uns über dem Durchschnitt vom Markt.
Wir haben auch von den übrigen Verpflichtungen, das sind vor allem Firmen, Pensionskassen, auch zusätzliche Gelder haben wir gehört, sodass die Refinanzierungsbasis gut gegeben ist. Ich habe das ja bewusst den 10-Jahres-Blick immer gebracht in den Zahlen, weil die Nachhaltigkeit, wie sie von uns Präsidentin erwähnt worden ist, ist ganz entscheidend, auch um Ihnen zu zeigen, das ist nur noch Papier, sondern wir leben es so. Die Hypotheken sind gewachsen, die Hypothekaranleihen über die letzten Jahre konstant. Sie sehen, wie unser Portfolio Durchschnittskredit, der Durchschnittshypothekarnehmer, den gibt es ja so nicht, aber der Durchschnitt wäre 430'000 Franken, die Hypothek ist. Die Restlaufzeit ist knapp 4 Jahre und die Belehnung ist knapp unter 60%. Und interessant ist der Vergleich mit der Swissquote-Hypothek. Das ist ein bisschen anderes Geschäftsmodell. Dort ist die Kreditsumme höher, die Restlaufzeit länger und das Risiko geringer. Nach Belehnung 54%. Und das ist bewusst so, weil unser Risikoframework für die Online-Hypotheken anders ist, wo wir die Risikoschwelle noch mal klar runtergetan haben. Und heute darf ich darum sagen, das Online-Portfolio, das ist effektiv eigentlich das bessere Durchschnittsportfolio als das physische. Das physische ist auch sehr gut. Aber ich wollte Ihnen zeigen, im Online-Bereich müssen Sie anders das Zeug handhaben, können nicht einfach etwas überstülpen, was im anderen Geschäftsbereich tätig ist. Das machen wir konsequent. Wir verstehen eben das Online-Geschäft. Für die regionale Wirtschaft, Sie als Antoine, sind wir ein wichtiger Partner. Sie sehen auch die Kreditentwicklung, die sich in etwa zwischen 1,1, 1,4, 1,5, 1,6 eingependelt hat. Wir sind interessiert und haben eine Kapazität, gute Projekte in der regionalen Wirtschaft, kantonalen Wirtschaft zu unterstützen. Und das ist ganz entscheidend, weil das ist auch Teil von unserem Leistungsauftrag, so wie wir ihn verstehen. Passivseite der Bilanz sehen wir auch konstante Entwicklung der Spargelder, eine wichtige Refinanzierungsquelle für uns. Da spielt die Seriosität der Bank eine grosse Rolle, das Vertrauen der Kunden. Darum ist das Wachstum konstant. Seit 2007 haben wir rund 81% mehr Spargelder können zu uns ziehen. Das ist aus meiner Sicht ein entscheidender Vertrauensbeweis. Aber auch Vermögen in den Depots ist in dieser Zeit gewachsen. Soweit die Seite der Bilanz. Jetzt die Erfolgsrechnung. Die Erfolgsrechnung gibt einen Betriebsertrag von 356 Millionen, das ist eine Steigung von knapp 2%. Hauptsächlich prägt natürlich durch das Zinsergebnis. Das Zinsergebnis hat 3,5% rund zugenommen. Die Dienstleistungsgeschäft sehen Sie, das ist in etwa stabil geworden. Trotz Retro-Thematik haben wir das können halten. Der Zuwachs der neuen Gelder hat da positiv mitgeschafft. Das Handelsgeschäft, wo wir ausschliesslich Kundentransaktionen abwickeln, hat das zeigt stabil, auch von dieser Seite her, in etwa die gleiche Größe und übrige die Erfolge, das sind Spezialfaktoren, die wir nicht budgetieren. Der Geschäftsaufwand, das Ganze sehen Sie, ist leicht zurückgegangen. Das ist echt gut so, der Ertrag steigt und der Aufwand kommt zurück. Personalaufwand stabil und Sachkosten sind tief. Ich zeige Ihnen das in den Detail nachher. Das gibt einen Bruttogewinn von 200 Millionen. Das liegt rund knapp 4% unter dem Vorjahr. Wir glauben, dass das in diesem schwierigen Umfeld eine sehr respektable Leistung ist. Den Ausblick haben wir sehr differenziert in Angriff genommen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich keinen Tag darf sonnen, wenn es gut ist. Unsere Aufgabe ist, vorzuschauen. Und mir ist wichtig, dass ich Ihnen das entsprechend vermitteln kann. Die Rahmenbedingungen sind im 2014 sehr anspruchsvoll gewesen für die Bank. Wir haben eine Nullzinspolitik im 2014 gehabt. Wir haben doch eine stramme Regulierung, die ein enges Netz ist, die auch Widersprüche hat, die wir jetzt immer mehr sehen mit den Minuszinsen. Das wird in dem Einzelnen ausführen, aber das ist beachtlich. Wir haben Kundenbedürfnisse, die sich verändern. Digitalisierung, online, zu jeder Zeit, überall, möglichst gratis. Was heisst das für uns? Wir haben aber auch in unserer Branche Konsolidierung, wir haben in der Firmenindustrie Konsolidierungen. Das zwingt uns auch selber mitzumachen, industrialisieren und uns auf das konzentrieren, was wir können. Die Fokusstrategie im Anlagegeschäft habe ich Ihnen schon vorher kurz erwähnt und letztes Jahr erklärt. Was neu geworden ist jetzt von der Nullzinspolitik, hat sich seit dem 15. Januar fundamentales verändert. Wir sind in eine Negativzinspolitik gekommen und wir haben hohe Währungsschwankungen. Und bei Banken, bei uns, ist entscheidend, die Währungsschwankungen sind für die Firmen entscheidend, für uns ist die Negativzinspolitik viel wichtiger.
Für uns als Bank heisst das Neukalibrierung von der ganzen Pricing-Strategie. Man muss überdenkt werden. Die Kunde ist Bank im Moment und nicht mehr. Das ist ein Fakt. Die Refinanzierungsmöglichkeiten tun sich in diesem Minuszinsumfeld verschlechtern. Pfandbriefanleihen sind nicht mehr so locker zu kriegen. Der Kapitalmarkt ist reduziert. Die Liquidität vom Markt ist auch ein Absicherungsgeschäft. Sie müssen absichern. Das will die FINMA, dass man unsere Bilanz absichern tut. Die Zinsstellungen, die wir unseren Kunden machen, haben neue Komponenten ab der Refinanzierung und dem Risiko. Die Absicherungskosten, wenn Sie einen 10-Jahres-Kredit haben gegen den 6-Monats-Libor-Satz, ist im Moment etwa die Differenz 80 bis 90 Basispunkte, die Sie einfach dazulegen. Und das regulatorische Framework, das sehr eng geworden ist, hat sich auch orientiert an einem Zinsszenario, das null aufwärts geht und nicht null abwärts geht. Und damit hat es gewisse Widersprüche, wo man Liquidität halten, aber werden bestraft, wenn wir Liquidität haben mit Minuszinsen, als Beispiel. Was heisst jetzt das für die Entwicklung des Zinsensaldo? Und das ist ja schlussendlich die wichtigste Komponente von unserer Erfolgsrechnung. Wenn sich die Zinsen wieder erholen, wenn sie steigen, sind wir sehr erfreut. Wird das sehr gut aussehen. Umgekehrt, wenn die Zinsen fallen, tief bleiben wie jetzt, oder noch weiter fallen würden, ist ja nicht ausschließen, wenn die Nationalbank weiter wie es geht, dann sind wir in voller Rezession. Und da sind wir überzeugt, das wird auch unsere Bank betreffen. Da wird die Ertragskraft zurückgehen. Das ist ganz eindeutig. Und zusammengefasst, der Ausblick für unsere Bank, Zinsenträge sind wir überzeugt, werden zurückgehen, weil auf der Passivseite können wir gar nicht weiter zurückgehen. Da sind wir unten angeschlagen. Weil sonst, wenn sie wieder auf Minus gehen bei den Spargeldern, wieder die Leute das Geld holen, dann nehmen sie es heim und die Bettdecke, gehen sie in den Safe hinein. Das wäre eine Katastrophe. Ob wir dann von Bankrummers reden, weiß ich nicht, aber das würde die Retailbank umbringen. Also das können sie sich gar nicht erlauben. Der Handel wird von der Volatilität im Grundsatz vom Markt profitieren. Wir gehen davon aus, dass das sich im Handel positiv, obwohl es Kundenhandel ist, betont man keine eigenen Positionen, wird sich das positiv auszeichnen. Personalkosten haben wir im Griff. Wir sind der Ansicht, wir rechnen mit ein paar Personaleinheiten weniger bei Ende 2015 durch unser Projekt Futuro. Die Sachkosten bleiben stabil, trotz Investitionen in die digitale Welt. Abschreibungen habe ich Klammern gemacht. Die müssten raufgehen, wenn die Wirtschaft einbricht. Wenn es eine Rezession gibt, werden die Abschreibungen sicher raufgehen. Wir sind aber der Ansicht, dass unser Portfolio nicht überdurchschnittlich betroffen, eher unterdurchschnittlich, aber wir können es nicht ausschließen, plötzlich die Liquidität bei Firmen ausgeht und das kann ganz schnell gehen. Dann müssen wir das gewärtigen. Wir glauben aber immer noch, dass dieser Teil 2015 nicht stattfinden wird. Und wenn ich alles zusammenzähle, gehe ich davon aus, dass der Gewinn schwer zu berechnen ist, weil es hängt echt davon ab, wie das Umfeld sich entwickelt. Und da haben wir das Motto, fit im Wirtschaftszyklus. Wir kann ich Ihnen mit gutem Gewissen sagen, wie es ausschaut. Wir glauben aber, dass wir unter dem Feuer sind, weil der Zyklus ist negativ und das wird auch bei uns zu einem negativeren Gewinn führen. Aber das Ausmaß, und das nicht, weil ich es nicht will, kann ich Ihnen im besten Willen sagen, weil das hängt jetzt ab, was alles noch passieren wird in dem 2015. Wir sind aber fit, Sie haben das gesehen von den Zahlen her. Uns macht es weh, aber nicht mehr als weh. Und das ist eine gute Sache, weil wir sind fit.